Huhn oder Ei? Was war zuerst da? Diese Frage ist nicht so einfach, wie sie gestellt wird in der Regel, sondern eigentlich lautet doch die Frage: Henne, Hahn oder Ei? Und wenn da zuerst ein Ei war, hat das dann eine Henne oder einen Hahn hervorgebracht? Die Evolutionstheorie kann solche Fragen nicht schlüssig beantworten, weil die auf falschen Grundlagen beruht. Die geht davon aus, dass aus einem Urpartikel Leben entstanden ist, zufällig gewissermaßen, und dann hat sich daraus alles weitere entwickelt. Diese ganze Vielfalt des Lebens aus diesem ersten lebendigen Urpartikel, Materie, die auf irgendeine bislang unbekannte Weise Leben hatte, zufällig sich organisiert hat, lebendig wurde, und daraus soll nun das ganze Leben entstanden sein. Woher diese Informationsfülle? Die müsste doch schon in der ersten Partikel vorgelegen haben. Die Schöpfung, heißt es in der Bibel, zeugt von der Herrlichkeit Gottes. Zum Beispiel die Sonne zeugt von der Herrlichkeit Gottes. Es gibt Fragen, die lassen sich nur beantworten mit dem einen kurzen Wort: Gott ist der Schöpfer. Gott ist die Ursache. Und die Bibel sagt es auch klipp und klar: Gott hat die Tiere, die Fische, die Landtiere, die Vögel geschaffen. Er hat also nicht ein Ei geschaffen, sondern er hat Hühner geschaffen, die Eier legen. Das ist die Antwort der Bibel. Eine bessere haben wir nicht. Die Evolution bietet wie jede Wissenschaft, auch wie jede Pseudowissenschaft, Zirkelschlüsse an. Schlüsse sind immer Zirkelschlüsse. Und je mehr eine Wissenschaft sich entwickelt, desto größer werden die Zirkel. Und ob eine Wissenschaft effektiv ist, das hängt ab von der praktischen Anwendbarkeit dieser Theorie, dieser Thesen, dieser einzelnen Elemente. Beispiel: eine der größten Theoriezirkel, die die Menschheit entwickelt hat, vielleicht die größte, ist die Relativitätstheorie. Und es gab daraus eine praktische Konsequenz: man konnte Kernkraftwerke oder auch Atombomben danach bauen. Also diese Theorie war praktisch umsetzbar. Dadurch hatte sie ihren Wert. Das ist bei vielen anderen Theorien kaum der Fall. Und bei pseudowissenschaftlichen Theorien, wie zum Beispiel meiner Meinung nach der Homöopathie, da bringt das gar nichts. Das ist eine Pseudowissenschaft. Nun gibt es aber Menschen, die sagen: Homöopathie hat mir geholfen. Ich hatte eine Krankheit, niemand konnte mir helfen. Der Arzt sagte, Sie haben noch 3 Monate zu leben, ordnen Sie Ihre Angelegenheiten, wir können Ihnen nicht mehr helfen. Es gibt keine Therapie dafür. Und ich ging zum Homöopathen, sagt der Mensch da vielleicht, und danach war ich gesund. Aber ich sage euch eins: ich würde mich nicht durch Homöopathie heilen lassen, denn hinter Homöopathie und hinter vielen anderen pseudowissenschaftlichen Therapien stecken Mächte, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich lasse mich gern von Ärzten heilen mit naturwissenschaftlichen Verfahren, die man nachprüfen kann. Ich lasse mich auch noch viel lieber von Gott heilen. Aber was ich nicht mache, ist ein Tauschgeschäft, Gesundheit gegen Seele. Das mache ich nicht. Was also war zuerst? Henne, Hahn oder Ei? Die Antwort wurde gegeben. Zuerst war das Tier. Zuerst war Henne und Hahn, denn Gott schuf beide. Und dann, nachdem erstmals ein Hahn eine Henne befruchtet hatte, legte die ein Ei und es entstanden viele Hühner,
bis in unsere Zeit, dank sei dem Herrn, kann man sagen. Aber wer sagt das schon, wenn er die Tierwelt, die Schöpfung, die Schönheit der Sonne sieht? Wer sagt dank dem Herrn? Sage mal dank dem Herrn dafür. Das ist angemessen. Und nicht zu glauben, wir können mit unserem Kopf Zirkel so weit ausspannen, bis alles erklärbar wird. Wir haben immer nur Zirkel. Überlege mal, wie klein dein Gehirnkästlein ist. Und damit willst du alles erklären. Was ist Zeit gegen Unendlichkeit? Was ist ein Raum, eine Strecke gegen unendliche Weite? Was ist ein Wert gegen die unendliche Zahl? Was ist das alles? Lass mal einen Computer die größtmögliche Zahl generieren. Wie weit kommt der? Und du kannst in deinem Kopf die Zahl bereits verdoppeln. Du musst sie nicht zusammenzählen. Du weißt, die lässt sich verdoppeln, die lässt sich vervielfachen. Und die vervielfachte Zahl lässt sich wieder vervielfachen. Unser Denken ist sehr klein, aber Gott ist groß. Gott ist der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nimm Jesus als deinen Herrn und Retter an und dann erhältst du Erkenntnis. Jesus lebt, er schenkt Erkenntnis. Lass dir Erkenntnis geben in dein Herz. Dann wird dein Herz, dein Hirn erleuchten. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, nimmt er die Sünde von dir, schenkt dir den Heiligen Geist und in diesem Heiligen Geist schenkt er dir Erkenntnisse nach dem Maß des Nützlichen. Und Gott allein kennt dieses Maß, denn Gott hat einen Heilsplan. Und wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann stellst du dich in den Heilsplan. Du erhältst Vergebung der Sünden komplett, erhältst den Heiligen Geist, erhältst Erkenntnisse, erhältst Dienste im Heiligen Geist, erhältst eine Führung, zunächst wahrscheinlich in eine Gemeinde, zu anderen Kindern Gottes, zu anderen Christen. So wirst du im Glauben wachsen und das wird dein Denken befruchten. Auch als Wissenschaftler würde dich das weiterbringen. Probier es aus. Wende dich Jesus zu. Wenn du keinen Glauben hast, wenn du dir sagst, also Gott ist unwahrscheinlich, die Welt sieht so aus, wie sie aussieht, es kann keinen Gott geben und Jesus hat wohl gelebt, aber er ist jetzt tot, dann sage einfach zu Jesus, dem Lebendigen, sag zu ihm, ich glaube nicht an dich oder sag zu ihm, ich glaube noch nicht mal an Gott. Aber wenn es dich gibt, dann sag mir, was das für mich konkret bedeutet. Was soll ich ändern? Was soll ich tun? Jesus lebt und Jesus antwortet. Die Antworten von Jesus sind Wahrheit, zuverlässig. Probier es aus. Du hast nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Wende dich dem Herrn Jesus zu. Der Herr Jesus liebt dich. Finde das heraus. Wende dich ihm zu. Und ich bitte den Herrn, dass er dir seine Liebe zeigt. Er ist Liebe. Er kann sie dir nur in Teilen zeigen, ansonsten würdest du das nicht ertragen. Dank sei dir, Herr, dass du bist. Danke, Herr Jesus, für alle, die gerettet werden. Danke, Herr Jesus, für alle Kinder Gottes, die am Ende der Zeit sich zu deiner Rechten versammeln werden und ins Paradies eingehen werden. Danke, Herr, für dich. Danke, Vater im Himmel. Danke für dieses Video. Amen.